something, Mr. Children. Sounds like an engine. Where? What direction? I can't make it out. Seems like it's all around us. Can't you hear it? Is that what you mean? Alle zwei Jahre findet der Tatort Eifel Junior Award statt. Am 11. Mai 2017 wurden die Gewinner des Schreibwettbewerbs im Foyer des SWR feierlich bekannt gegeben. Ich muss die Lawine ins Rollen bringen. Das heißt, ich werfe das erste kleine Steinchen, ich verfasse jeweils für die beiden Altersgruppen einen kurzen Text. Das ist also der Beginn einer Kriminalgeschichte und muss mir überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie das zu Ende zu bringen ist, denn das machen wiederum die Schüler und Schülerinnen. Doch was macht eigentlich einen guten Krimi aus? Es muss originell sein, es muss durchdacht sein, Kreativität, es muss das Besondere präsentiert werden. Also ich glaube, so diese alte Räuber- und Gendarmen-Schmonzette, da würden wir, glaube ich, drüber hinweglesen. Das würde, glaube ich, bei uns nicht auf die Siegertreppchen kommen hinterher. Sabrina Maas und Hanna Stülp können sich besonders freuen, denn ihre Geschichte wird als Hörspiel vertont. Also wir hatten, die ganze Klasse bei uns hat halt dran teilgenommen und das war halt, also von unserer Lehrerin halt die Idee. Und dann haben wir auch bei alle dran teilgenommen. Also wir hatten eigentlich zusammen angefangen und dann hatte der eine Idee und dann ist das immer so weitergegangen. Dann haben wir uns gegenseitig so verbessert und dann hat das alles so sich fortgesetzt. Die Geschichte von Chloé Camus, Gewinnerin in der Altersgruppe 14 bis 20 Jahre, wird sogar verfilmt. Also ich schreibe schon immer sehr gerne und ich bin auch immer im Internet unterwegs, gucke nach irgendwelchen Wettbewerben, wo man sich halt anmelden kann. Und da bin ich auf den Junior Award gestoßen und fand die Idee ziemlich cool, da so ein Krimi weiterzuführen. Ja, also es wird natürlich mit Jugendlichen gemacht und sowas, also quasi Amateurschauspielern. Da freue ich mich auch sehr drauf, dass ich dann auch mit Leuten aus meiner Altersklasse dann mit denen arbeiten kann. Der Tatort Eifel Junior Award bietet jungen Autoren die Möglichkeit, ihr schriftstellerisches Können unter Beweis zu stellen und sich mit den verschiedensten Themen auseinanderzusetzen. Wir sind gespannt auf die Adaption der Siegergeschichten.